Es ist der 21. November 2008. Mein Kumpel Uli ist gekommen, um mich in meinem Urlaub in Nordfrankreich zu besuchen. Es weht ein stürmischer Wind von Westen genau auf die Hangkante der Steilküste zwischen Calais und Boulogne-sur-Mer. Beste Bedingungen, um sich mal so richtig auszutoben. Ja, mal gucken, ob das hier geht mit dem Rudi am Hang hier, ne? Steilküste, viel Auftrieb, ist immer gut. Einer von uns beiden muss an diesem tollen Tag filmen, also bleiben meine Flieger zu Hause und meine Finger am Aufnahmeknopf. Nur ein paar Schritte sind's von unserem Quartier rüber zur Steilküste, so können wir die Flieger fertig aufgebaut an die Kante tragen. Wir stehen ungefähr 40 Meter über dem Meer, der Wind bläst gut, allerdings doch mehr aus nordwestlicher Richtung, als wir vermutet hatten. An diesem scharfen Steilhang bildet der Wind schon kurz hinter der Kante über dem flachen Hinterland einen starken Rotor, der dafür sorgt, dass sogar wenige Meter hinter der Kante Rückenwind herrscht. In den letzten Minuten hat der Wind immer weiter Richtung Norden gedreht, sodass Ulis Landung plötzlich ganz anders als geplant verläuft. Da liegt der Rudi, die Hangkanone, flügellahm im Gras. Bis zum nächsten Abgang zum Strand sind es knapp 350 Meter. Insgesamt wartet also ein guter Kilometer Wanderstrecke auf Uli. Es folgt die Disziplin Modellsport. Trotzdem, ein toller Flugtag. Ja, was im Prinzip passiert ist, der Wind hat wieder nach rechts gedreht und da der Wind hier vorne halt schräg an der Kante vorbeikommt, war halt kein Auftrieb mehr. Das ist aber alles hier zu retten. Es gibt Schlimmeres als sowas hier. Hier lassen wir die Möwen alleine weiterfliegen und machen uns auf die Suche nach dem nächsten Nordhang.